Und wir sind wieder Tabellenführer, weil die Bayern wie gespielt haben. Ja gut, 1-1 Leverkusen. Ist okay, ne? Die zweite Mannschaft holt endlich mal wieder einen Sieg. Direkt mal ein 5-0. Ah, Balance 11. Endlich. Es hat lange genug gedauert, ne? Antritt 10, ja, ich glaube, der Antritt 9. Der trainiert auch die Schnelligkeit. 13, 15. Ich würde noch gerne die Schnelligkeit bei 14 haben. Danach kann man sich wirklich auf anderes Terrain begeben. 1 bis 3 Tage ist in Ordnung. Tja, die setzen halt, die stellen schon mal die Weichen direkt zu Beginn, ne? Direkt mal alle Spieler von dir kaputt hauen, dann haben die schon mal einen kleinen Vorteil, ne? So, jetzt Porto. Und danach Frankfurt und danach Mainz. Jetzt tue ich wieder Emery rein. Ich werde bald wieder meckern, ne? Bestimmt. So wie ich den kenne. Nee. Schau auch so rein. Gestartet, das ist richtig. Für Nico, damit er mal so richtig Pause machen kann. Geht's direkt weiter. Schlag auf Schlag, ne? Erneut zu Hause. Also wenn jemand alle 4 Heimspiele besucht mit einem Ticket, dann hat er auf jeden Fall viel Freude in den nächsten Tagen. In den nächsten 1, 2 Wochen. Mit 4 Heimspielen direkt. Ich glaube, danach spielen wir ja gegen Olympiakos Piräus, ne? In der Champions League. War das nicht so? Hauptsache Champions League, ne? Bisschen Kohle, Reputation, etwas nach oben pushen. Klar. Das singen sie einfach. Knieverdrehung bei Skeldorup. Esposito macht halt, was er sonst immer tut. Ne? Also Vorlagen sind nicht so sein Ding. Er soll halt die Tore machen. Okay. 2-0. Den schiebt er einfach noch rein. Jo. Also waren wirklich kurze und schmerzlose Angriffe. Macht noch Kukoba natürlich wieder super. Wie ihn annimmt. Schnell kurz mal Tempo anzieht. Im Gegenspieler vorbei dribbelt. Die Tore waren mehr oder weniger identisch halt nur von. Einmal von rechts, einmal von links. Ja, eben, und da kann man zwar am besten so Geld verdienen, ne? Ich finde, man merkt, dass unsere Mannschaft wirklich den nächsten Schritt gemacht hat in dieser Saison. Dass die Spieler sich natürlich verbessert haben, ne? Allgemein irgendwie besser im System sind, ich da kleine Feinheiten verbessert habe.
Offensiv besser, defensiv besser, 3-0. Auch international wie national gut. Klar, wir hatten jetzt noch nicht so viele Top-Teams und wenn, dann haben wir alles verloren. Also wir hatten 2 Auswärtsspiele gegen den Bayern, verloren. Und 1 gegen PSG, verloren. Aber immer relativ knapp. Da müssen wir halt uns noch wirklich noch diesen Schritt gehen, ne? Schön gespielt, aber super gehalten. Naja, meistens reicht schon aus, dass man erfolgreicher ist, dass man dadurch mehr Sponsoring-Einnahmen kriegt. Nur ist das natürlich so ein langwieriger Prozess. So 1-2 Saisons jetzt besser zu sein, reicht jetzt nicht aus, ne? Gut verteidigt von Emery. Genau, Reputation. Genau. Aber klar, wenn du erfolgreich bist, dann erhöht es auch deine Reputation. Mucki 4-0. 3-0. Er hat auch 4-0. Auch ähnlich wie das 1-0 und das 2-0. 3 Vorlagen, Mogala. Herausragende Partien der Außenverteidiger. Nee, Nico kriegt ein Päuschen, wie ich gesagt habe. Den letzten Wechsel sparen wir uns noch auf. Lauf, Paul. Schade. 5 Schüsse, 5 aufs Tor, 4 Tore. Effektivität. Wie man es sich wünscht, ne? Ich glaube, ein Tor kassieren wir noch. Porto hat schon hier und da gute Vorschlüsse. Sehr gut aufgepasst. Unten läuft jemand. Na gut, jetzt ist er gut zugedeckt. Zugestellt, eher gesagt. Mané, sehr wichtig. Bulldut, was ein Zuspiel auf Banner. 5-0. Und was? 1 Zuspiel. Sag, wir kassieren ein Tor, ne? Aber wie viel hattest du denn jetzt Sponsoring-Einnahmen in der ersten Saison? Weißt du das denn noch? Da kannst du dann etwa so gucken, wie weit es gestiegen ist. Und man darf auch nicht vergessen, um die 20. Man darf aber auch nicht vergessen, es gibt ja auch Sponsoringverträge, die ja laufen. Also musst du teilweise warten, bis die alten ausgelaufen sind, zum Beispiel. Ne? Aber soll jetzt nicht heißen, dass es trotzdem zu wenig ist, ne? Klar.
Kann natürlich sein, dass es immer noch zu wenig ist, ja, absolut. Auch wieder so eine Glanzleistung von uns. Schön. Und auf zum nächsten Heimspiel. Ja gut, das ist sehr wenig, ja, das stimmt. Stimmt. Teile ich wieder vor dem Training. Ich hatte dich ja schon ganz vergessen, Matthias, mein Freund. Ja, auch ganz gut ohne dich, ne? Ah, das ist schon Schnelligkeit-Antritt auch nochmal verbessert. Jetzt 14, 15. Wenn er jetzt auch noch so ein Dribbler wird. Krass, ne? Also schneller, sehr schneller Dribbler. So gut. Wow. So, wollen wir vielleicht sogar direkt Tell einsetzen gegen Frankfurt? Machen wir, oder? Tom Rothe auch wieder da, sehr schön. Ein fröhliches Hin- und Hergewechsel, ne? Und die Qualität sinkt meistens marginal, nur ganz wenig. 7 Änderungen habe ich vorgenommen. Oder war das eher ein Vorschlag? Frankfurt ist Dritter, also auf jeden Fall ein Topspiel. Schauen wir mal, was wir hier so fabrizieren werden, ne? Ich glaube, das wird schwierig heute. Schon gespielt auf Bauri. Kurbel. Mann. Elfmeter, ja gut, das ist klar. Das ist klar, da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Das muss ein Elfmeter geben. Meinst du jetzt so höhere Sponsoring-Einnahmen? Ja, wäre auch ganz gut, ja. 1-0. Oder dass man zum Beispiel so einen Mitarbeiter einstellen kann, so einen Marketing-Typen. Und je besser der Typ ist, desto eher findet man gute Angebote oder gute Sponsoren. Hassan abgefälscht, 2-0, Eigentum-Buter. Sehr schön. Die Torfabrik läuft weiter.
Ja, genau, Funky. Dass sie sich mal mehr Mühe geben sollen. Nee, aber deswegen denke ich, wäre vielleicht wirklich so ein Mitarbeiter für das cool, ne? Damit man so indirekt auch ein bisschen Einfluss mit hat. So, bin zufrieden. Tell kriegt direkt mal die Pause. Moment, oder ich mache das erstmal so. Zack. Dann Nevish. Skill darauf. Nirvana. Und Baum für Morgana. Eine halbe Tell nach so einer langen Verletzung ist auf jeden Fall in Ordnung. Schön genommen von Nevish. Der Abschluss war cool. Aber abgefischt, okay. Oh, schade, schade. Jetzt noch eine Verletzung. Tut weh. Ich hoffe, der Turm ist nicht allzu lang verletzt. Ne? Gut von Nico aufgepasst. Ein 2-0 ist gefährlich. Ne? Also sollte man aufpassen, jetzt nicht noch ein Tor zu kassieren. Ne? Jamal. Schön gemacht. Ja klar, aber das wollen die an sich nicht, weil du sollst ja eher wirklich nur die Trainer- bzw. Schrägstrich-Manager-Aufgaben machen, ne? So, 2-0. Aber wer weiß, vielleicht bringt das der 25 FM mit, dass man vielleicht auch das machen kann, wenn man möchte, aber nicht muss. Ich will auch 2-0. Schön. Oh, noch eine Prellung, ein Tag. Dann ist ja nichts passiert. Und auf zum nächsten Heimspiel und hoffentlich dem nächsten Sieg. Es geht hier Schlag auf Schlag. Puh, Schnelligkeit 11, Antritt 12. Der hat sich auch da gut verbessert, ne? Ja, mental ist halt Gregor halt immer noch top. Trotzdem, wenn Gregor irgendwann ein bisschen älter wird, glaube ich, geht kein Weg vorbei hier an den Seim, ne? Sofern er nicht schon woanders anspielt, aber noch sieht es ja nicht danach aus. Ah, Mani wechselt schon, okay. Ohne Umbedien, sehr gut. Ab in die zweite. Genau, Tell soll ruhig wieder starten. Ja, das ist halt Geschmackssache, ne, Fungi?
So, der DFB-Pokal. Hätte eigentlich Slotka spielen lassen können, aber scheiß drauf. Ja, was kommt für Leute wie Fukushima, wäre das vielleicht schön, wenn es allgemein einfach die Option gibt, dass du einstellen kannst, ob du es machen möchtest oder einfach klassisch, so wie jetzt, zocken möchtest, ne? Muss man halt nur gucken, ob es sich für die Entwickler lohnt, sich die Mühe zu machen, natürlich, ne? Boah, das ist auch schon 3 Kopfbälle, ne? Mittlerweile versuche ich es mal halt ausgewogen zu starten, dann vielleicht nach 10, 20 Minuten offensiv direkt zu agieren. Ja, so zum Beispiel, genau. Genau, Fukushima. Boah. Ey, das war für mich eins der geilsten Tore, die ich je gesehen habe. Der hat den ansatzlos einfach mit dem Außenriss da reingeschoben, ne? Guckt euch das mal an. Ich hatte noch, glaube ich, im Football-Manager noch nie einen Spieler, der so eine krasse Schusstechnik hatte. Rein von den Fähigkeiten ist er gut, aber jetzt nicht so. 2-0. Aber ohne Witz, für mich eines der schönsten Tore, die ich jemals gesehen habe im Football-Manager. Sieht einfach aus, aber unfassbar, was er gemacht hat. Meine hat Feindschüsse 14. Ah, Spieleigenschaft Fernschüsse. Okay, ja gut, das merkt man. Das merkt man. Das merkt man. Sowas von. Van Hecke, Rode, abseits. Wenn das 3-0 schießen, gehe ich wieder auf ausgewogen. Schön. Tell, Esposito. Wenn man so gut in Form ist, ist es natürlich für den Spieler noch einfacher, da reinzukommen, ne? Wieder. Also in der guten Form. Ja, alles nicht. Zum Beispiel Start und Ausbau kannst du ja auch nicht machen. Du kannst es nur fordern. Einrichtung, Trainingseinrichtung, Lungeneinrichtung auch nicht. Ja, mal gucken. Man darf gespannt sein, was sie dann im nächsten Teil machen werden. Ne? Man darf gespannt. Paul Nebel. Sehr schlecht verteidigt. Jetzt ist die ganze Sache wieder eng. Ja, aber das muss man halt besser verteidigen, ne? Sehr schön. So muss man antworten, ne? Entscheidung. Sehr, sehr schön. So, jetzt kann wieder die Jugend dran, ist ja klar. Direkt vom Wechsel.
Das wird man sehen, Funke, klar. Wird man sehen. Gelderup freut mich für ihn. Er ist das zweite Tor, aber mein. Unfassbar, 4 Tore, wir schießen. Oh komm. Das war doch schon außerhalb des 5-Meter-Raums, oder nicht? Weidbach ist halt ein Torjäger. Da hat Nebel dezent die Nerven verloren. Und schon wieder eine rote Karte von Mainz gegen uns. Mokoko heute wirklich sehr unsichtbar, ne? Aber der Rest kannst du ja auch. Fünf zu zwei. Wir sind nicht zu schlagen aktuell, ne?